Und noch einmal 6. Ui. Monika, rein auf. Geld? Du, wenn du mich auswirfst, mein Lieber. Mensch, ärgere dich nicht. Ein Spiel, das ein Politiker beherrschen muss. Politik ist die Kunst des Möglichen. Franz Josef Strauß freilich hat nicht selten auch das, was andere für unmöglich hielten, möglich gemacht. Er hat die Finanzen unseres Staates in Ordnung gebracht. Er hat die Weichen für den Aufschwung unserer Konjunktur gestellt. Er hat unsere D-Mark gegen die Spekulanten und deren Helfershelfer verteidigt. Er hat aus dem, Sie werden zugeben, nicht sonderlich beliebten Finanzministerium ein Instrument gemacht, auf das wir Bürger heute vertrauensvoll schauen. Die Stimme von Franz Josef Strauß gilt etwas in der Welt. Und unsere Stimme, die Stimme der Wähler, gilt ihm etwas. Franz Josef Strauß und die CSU stehen hinter Bundeskanzler Kiesinger. Franz Josef Strauß ist kein bequemer Mann, kein aalglatter Schöntuer. Er ist ein Mann klarer Entschlüsse. Ein Mann, der kommenden Generation ein Leben in Sicherheit und Freiheit garantiert. Wer möchte statt bewährten Männern wie Kiesinger und Strauß lieber politisch Unerfahrenen das Steuer unseres Staates in die Hand geben? Blicken wir uns um in unserem Land. 1 Million kleine Bundesbürger werden jährlich geboren. Hineingeboren in ein Zeitalter der Technik und in eine sichere Zukunft. Die Politik der CDU-CSU schafft für alle unsere Kinder gleiche Chancen und öffnet auch ihren Kindern eine Welt in Frieden, Freiheit und Wohlstand. Wollen Sie das aufs Spiel setzen? Wir brauchen ein unabhängiges, freundschaftlich mit Amerika verbündetes Europa. Dieses Europa ist gegen niemanden gerichtet, weder gegen Westen noch gegen Osten. Aber wir lassen uns auch nicht durch Lockungen und Drohungen aus Moskau davon abhalten, diesen europäischen Weg weiter zu verfolgen. Ich habe immer eines betont. Der Weg zu einer guten Ostpolitik führt über eine gute Westpolitik. Gegen diesen Grundsatz haben andere, SPD und FDP, immer gesündigt. Sie tun es auch heute noch und sie wollen es in Zukunft noch mehr tun. Und deshalb mehr denn je ein vereinigtes Europa mit der Politik der CDU-CSU. Seit über 20 Jahren kämpft die CDU-CSU für Europa, gegen den Widerstand der SPD. Sie schaffte Deutschland und Ihnen Freunde in der Welt. Unsere Jugend ist in Europa zu Hause. Die EWG bringt ihr neue Chancen. Unsere jungen Leute können studieren, wo sie wollen. Sie können arbeiten, wo sie wollen. Sie haben Aufstiegsmöglichkeiten wie noch nie. Dank CDU und CSU. Die CSU hat am neuen Europa mitgebaut. Wir bleiben bei der von Ludwig Erhard begründeten sozialen Marktwirtschaft. Sie hat sich unleugbare Verdienste um den Wiederaufstieg unseres Vaterlandes erworben. Wir sind zwar in ihre zweite Phase eingetreten, bei der der Staat mehr als in der Vergangenheit dafür sorgen muss, dass einerseits die Konjunktur nicht zu heiß wird, andererseits aber auch kein wirtschaftlicher Rückschlag eintritt. Ich warne aber vor hektischen Eingriffen in die Wirtschaft. Einmal wird da an der Schraube gedreht, einmal wird dort an der Schraube gedreht. Die Besserwisser der SPD gefährden die Sicherheit unserer Arbeitsplätze. Nur die Politik von CDU und CSU hat zu den beispiellosen Erfolgen unserer Wirtschaft geführt, von denen wir alle gerne profitieren. Unser Wohlstand ist keine Zauberei, sondern Ergebnis Ihres Fleißes und Ihrer Tüchtigkeit. Sie alle haben daran mitgearbeitet. Aber ohne CDU-CSU, ohne die von Adenauer und Erhard geschaffene Marktwirtschaft, wäre der Lohn Ihres Fleißes in den Mühlen sozialistischer Bürokratie versickert. Bundeskanzler Kiesinger und Franz Josef Strauß garantieren Ihnen, dass es erfolgreich weitergeht. Ich sage ja Hand weg von der D-Mark. Die D-Mark und ihre Parität zu anderen Währungen ist kein Gegenstand für Manipulationen irgendwelcher Art. Änderungen der Währung, sei es nach oben, sei es nach unten, sind nicht Mittel der Konjunkturpolitik. SPD und FDP wollen unsere harte Mark, auf die wir alle stolz sind, zu einer schwachen Dutzendwährung ummodeln. Aber keine Angst, unsere Mark bleibt hart. Für Sie und vor allem für unsere Rentner. Auch für Sie bedeutet Alter nicht mehr Not. Dafür sorgen unser Kanzler Kiesinger und Franz Josef Strauß. Wir wissen, was wir wollen. Wir wissen aber auch, dass diesmal eine große Entscheidung fällt. Nicht eine Entscheidung wie in jeder Bundestagswahl, sondern eine Weichenstellung auf lange Zeit. Und gerade deshalb fordern wir unsere Wähler auf, sich daran zu erinnern, dass durch die getreue Einhaltung der Prinzipien unserer Politik, durch den großen Fleiß unseres Volkes, das errungen und geschaffen worden ist, worauf wir heute mit einer gewissen Befriedigung blicken können. Das darf nicht mutwillig aufs Spiel gesetzt werden.
Wir können getrost und zuversichtlich in die 70er Jahre gehen, aber nur, wenn diese Politik der CDU-CSU fortgesetzt wird.